Guten Morgen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Alexander und heute ist Tag 2 meiner Radtour auf der Römer-Lippe-Route. Ich befinde mich gerade bei Lippstadt und ich muss jetzt ganz schnell zusammenpacken, denn es ist schon wieder Regen angesagt für heute. So, Zelt ist eingepackt, jetzt kann ich mir was zum Frühstücken machen. Oh, alles schön zusammengepackt, fängt auch schon an zu tröpfeln. Ja, und da kommt schön was auf mich zu. Jetzt bin ich wieder unterwegs, es tröpfelt so vor sich hin, aber das Regencape hält alles ganz gut ab bisher. Ist allerdings nicht so gut wie gestern, weil ich habe Gegenwind und das Cape wiegt dann wie so ein großes Segel. Ja, Lippstadt ist jetzt nicht mehr weit und dann wollen wir mal sehen, was uns da erwartet. Ich bin jetzt in Lippstadt angekommen und stehe hier an der Lippe. Leider führt der Weg nicht direkt durch die Stadt. Ich habe auch wirklich nicht gerade große Lust, bei dem Regen hineinzufahren, aber mal sehen, vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Ich glaube, bei Sonnenschein ist das hier ein ganz nettes Städtchen. Ja, bei Sonnenschein wäre es jetzt bestimmt viel schöner, aber ich bin froh, dass ich noch hier hingegangen bin. Ich habe gerade aufs Wetterradar geschaut und sieht eigentlich ganz gut aus. Im Laufe des Tages soll es besser werden. Ein Silberstreif am Horizont. Yeah, es hat aufgehört zu regnen, aber ich behalte das Regencape jetzt erst noch an und lasse es trocknen. Der Weg führt jetzt schon eine ganze Weile durch so Auwälder oder direkt an der Lippe entlang. Leider sind die Wege sehr sandig und das wird jetzt natürlich alles hochgespritzt. Und ich höre die Kette schon wieder knirschen. Ja, bis Hamm kommt jetzt eigentlich keine größere Ortschaft mehr und die kleineren werden umfahren. Ich fahre jetzt hier so ganz gemütlich durch diese Flusslandschaft. Ich genieße die Ruhe und dass es nicht mehr regnet, wenigstens momentan. Es ist inzwischen 12 Uhr mittags und ich bin so gegen 9 Uhr losgefahren, glaube ich. Bin ich also fast 3 Stunden durch den Regen gefahren. Ja, das mit dem Regen fand ich jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Der Trick ist einfach, dass man ganz langsam fahren muss und dann hat das irgendwie auch was Therapeutisches. Überrascht bin ich, wie gut das mit dem Cape geklappt hat, aber das ganze Setup funktioniert natürlich nur, wenn es warm ist. Sonst werden die Füße kalt. Schade ist halt an dem Regen, dass man nicht so gut filmen kann, denn bei Sonne sieht ja bekanntlich alles viel schöner aus. Das ist das Barockschloss Hovestadt. Das Schloss Hovestadt liegt direkt an der Lippe, die hier hinter diesen Büschen fließt. Die Wolken sehen so aus, als könnte es jederzeit wieder losgehen mit dem Regen. Ja, der Weg führt jetzt hier auf verkehrsarmen Teerstraßen durch Wiesen und Felder vorbei an Bauernhöfen und es ist sehr schön zu fahren hier. Ja, hier ist das Korn auch vom Gewitter in Mitleidenschaft gezogen worden. Und die blauen Flecken im Himmel werden immer größer.
Ja, der Weg hat jetzt eine ganze Weile oberhalb der Lippe, weit entfernt vom Fluss geführt, aber mit wunderschönen Ausblicken ins Lippetal. Und jetzt folgen wir der Quabbe nach Lipborg. So, angekommen in Lipborg, jetzt ist es nicht mehr weit bis Hamm. Und mein armes Fahrrad sieht ganz schlimm aus. Ich fahre jetzt schon über eine Stunde um dieses Kraftwerk herum und ich komme jetzt immer näher an Hamm heran und es wird hier so langsam, ich sag mal, urban. Ich kämpfe mich jetzt schon über Stunden an Hamm heran. Das Problem ist, dass ein ziemlich starker Wind aufgekommen ist und der kommt natürlich aus der Richtung, in die ich will. Ja, jetzt habe ich erstmal eine kleine Pause gemacht und habe mir Kartoffelsalat besorgt. Ja, einkaufen ist auch immer so eine Sache, da muss ich das ganze Fahrrad abpacken und die Taschen dann in den Einkaufswagen tun, aber es hat ganz gut geklappt. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Der Weg führt jetzt erstmal über so einen Grünstreifen durch die Ausläufer der Stadt und führt dann zum Kanal und dann an der Innenstadt auch vorbei. Da möchte ich auch gar nicht rein, ich glaube, die Innenstadt von Hamm ist gar nicht so sehenswert. Der Weg läuft jetzt nördlich der Innenstadt auf dem Mitteldamm entlang und dieser Mitteldamm verläuft zwischen dem Hamm-Datteln-Kanal und der Lippe. Das ist der Hamm-Datteln-Kanal und da verläuft die Lippe und dort oben sind die Gleise, die in den Hauptbahnhof Hamm führen. Ja, leider wird der Gegenwind immer stärker und die Wolken immer dunkler. Ich hoffe, es fängt jetzt nicht noch an zu regnen, weil mit Regenkeb hat man gegen den Wind keine Chance. So, endlich ist der Weg mal ein bisschen windgeschützter. Immer gegen den Wind zu fahren, macht ja auf Dauer keinen Spaß. Nachdem der Weg jetzt den Kanal verlassen hat, ist er richtig schön geworden. Es ging immer so an Naturschutzgebieten vorbei und die Lippe hat sich ganz natürlich durchs Tal geschwungen. Und bei dem heftigen Wind fließt die Lippe flussaufwärts. Ich bin jetzt bei Werne, also im ehemaligen Steinkohlerevier, und ich befinde mich gerade auf der Trasse einer ehemaligen Zechenbahn. Das ist jetzt aber nicht der offizielle Weg, sondern ich habe den abgeschnitten, der ging genau durch Werne und das wollte ich mir sparen. Ich bin jetzt auf dem Naturzeltplatz vom Gästehaus der Marina Nord in Werne angekommen. Ein wunderschöner kleiner Campingplatz. Und jetzt zweifle ich aber, ob ich nicht doch so eine Hütte bieten soll, anstatt zu zelten. Aber eigentlich soll das Wetter heute Nacht stabil bleiben. Also es würde sich anbieten, doch zu zelten. Und die Wiese ist so schön, kann man das wohl mal machen. So, das Zelt ist aufgebaut. Der Zeltplatz hat sich ein bisschen gefüllt und jetzt wird gekocht. Heute gibt's Paprika mit Aubergine und Reis. Ja, Essen hat gut geschmeckt. Jetzt gehe ich hier noch ein bisschen im Abendlicht am Kanal spazieren. Und morgen fahre ich dann weiter Richtung Haltern am See an der Lippe entlang. Und wenn du das nicht verpassen willst, dann schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt: Ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!